Hallo zusammen, so viele von euch haben mich gefragt, ob ich eine Nasen-OP hatte und nein, die hatte ich nicht, aber ich habe gelernt, meine Nase perfekt zu konturieren und das Tutorial werde ich euch jetzt im Anhang zeigen, denn man braucht keine Nasen-OP, um eine schöne Nase zu haben. Weshalb meine Nase natürlich auch kleiner wirkt, sind natürlich auch my lips. Viel Spaß bei dem Video. Hier seht ihr nochmal sehr, sehr gut, wie meine Nase vorher aussieht. Und wundert euch nicht, ich habe schon meine Kontur angefangen, wollte schon das Puder auftragen und habe dann vergessen, die Kamera anzudrücken. Deswegen sieht das Ganze so aus. Ich benutze den Pinsel von Zu Eva und das Puder von Sleek in der hellsten Nuance. Dann ziehe ich mir eine Linie meine Nase entlang nach oben und auf der anderen Seite, parallel dazu versuche ich das immer zu machen. Es klappt bei mir auch nicht jeden Tag, aber Übung macht den Meister und Übung ist halt das, was einen verbessert und ohne Fehler lernt man nicht. Also wir sind alle mal richtig schrecklich rumgelaufen und ja, wenn ich das gemacht habe, blende ich das Ganze umso besser aus. Okay, was heißt ausblenden? Ich blende das Ganze nicht aus, sondern blende das Ganze nach oben und zu den Seiten etwas aus. Danach nehme ich das Ben Nue, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Puder und trage das Ganze mit meinem Beauty Blender auf und presse das Ganze erstens unter meine Augenringe und an die Seite meiner Nase bis da, wohin ich die Kontur verblendet habe. Denkt euch dieses Verblenden bitte in Anführungsstriche, weil das ist nicht Verblenden. Ich habe, wie ihr gesehen habt, nur die beiden Linien aufgetragen und das Ganze ein bisschen nach unten gezogen. Aber die Linien sollen halt erstmals sehr hart aussehen, damit ihr wirklich seht, wo eure Kontur ist. Ich denke, ich werde in den nächsten Monaten ein neues Nose Contouring Video hochladen. Weil ich das bestimmt nochmal ändern werde, aber momentan, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Nasenkontur und das seit langem. Ich habe so viele Fails gehabt, was meine Nase angeht, da ist das wirklich ein traumhaftes Ergebnis. Und ihr seht, ich trage das Ben Nue Puder wirklich unter meinen Augenring auf, bis zur Nase hin und unter meine Kontur, damit das Ganze gerade ist. Da habe ich schon meine Kontur etwas abgemacht und jetzt streiche ich mit dem Real Techniques Powder Pinsel das Ganze in Richtung Nase. Das ist sehr wichtig, weil sonst habt ihr wirklich sehr harte Kanten an der Nase und eure Nase ist danach noch viel zu dunkel. Auf der anderen Seite mache ich natürlich dasselbe. Und es sieht immer so hart aus, wie ich mit meinem Gesicht umgehe in den Videos, was aber wirklich nicht so ist. Also, ja. Jetzt sieht das Ganze noch nicht ganz so gut aus und ihr werdet gleich sehen, wie oft ich das noch verblende. Jetzt trage ich nochmal ein bisschen mit dem Pinsel vorne an der Spitze nach, weil ich immer finde, dass vorne an der Spitze meine Kontur sehr, sehr schnell weggeht. Und ja. Das mache ich jetzt. Also ich bessere das Ganze die ganze Zeit so lange aus, bis es mir wirklich gut gefällt. Da seht ihr noch, dass das Ganze ein bisschen uneben war. Da bin ich nochmal mit dem Pinsel entlang gegangen. Und gleich blende ich das Ganze nochmal mit meinem Puderpinsel aus. Und danach fangen wir auch schon an zu highlighten. Arbeitet euch da wirklich langsam dran und macht nicht so viele Fehler wie ich damals. Nehmt nicht zu viel Farbe. Ich weiß, es sieht sehr viel in dem Video aus. Das liegt aber auch mit an den Lichtverhältnissen. Also, ihr müsst nicht denken, das sieht ganz so schrecklich in echt aus. Und ja, jetzt nehme ich den Smudger-Pinsel und gehe damit in den Soft and Gentle Highlighter von MAC. Und danach gehe ich nochmal in den Sleek Highlighter, den ich euch jetzt zeige, beziehungsweise davor gehe ich in den Sleek Highlighter, danach in den MAC Soft and Gentle und trage das Ganze auf meinem Nasenrücken auf, zwischen den beiden Linien, die ich so gesehen gemacht habe und zwischen, meine neue Nase. So, achtet darauf, dass der Highlighter nicht zu der Seite ausläuft, wie mir das gerade eben passiert ist, weil wenn euch das passiert, sieht eure Nase krumm und schief aus. Auch wenn ihr gerade Linien gemacht habt. Das war's auch schon. Und ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch, weil mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin sehr begeistert damit, beziehungsweise davon. Und da seht ihr nochmal das Gesamtergebnis. Achtet bitte nicht so sehr auf die Lichtverhältnisse, weil die sind wirklich grausam. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.